Hallo zusammen zur dritten Vorlesung der Computergrafik 2-Reihe. Heute wollen wir uns einmal mit Frame-Buffern auseinandersetzen. Bisher haben wir mehrere Arten von Screen-Buffern verwendet. Ein Farbbuffer zum Schreiben von Farbwerten, ein Tiefenbuffer zum Schreiben von Tiefeninformationen und schließlich ein Stencil-Buffer, der es uns ermöglicht, bestimmte Fragmente basierend auf einer Bedingung zu verwerfen. Die Kombination dieser Buffer wird Frame-Buffer genannt. OpenGL gibt uns die Flexibilität, unsere eigenen Frame-Buffer zu definieren und somit unsere eigene Farb- und optional einen Tiefen- und Stencil-Buffer zu definieren. Die Rendering-Operationen, die wir bisher durchgeführt haben, wurden alle auf den Render-Buffern ausgeführt, die dem Standard-Frame-Buffer zugeordnet sind. Der Standard-Frame-Buffer wird erstellt und konfiguriert, wenn ihr euer Fenster automatisch erstellt, also GLFW erledigt das für uns automatisch. Indem wir unsere eigenen Frame-Buffer erstellen, erhalten wir ein zusätzliches Mittel zum Rendern. Die Anwendung von Frame-Buffern ergibt vielleicht nicht sofort Sinn, aber das Rendern der Szene auf einen anderen Frame-Buffer erlaubt es uns zum Beispiel Spiegelungen einer Szene oder Post-Processing-Effekte zu erzeugen. Zuerst werden wir besprechen, wie sie tatsächlich funktionieren, und dann werden wir sie verwenden, indem wir ein paar Post-Processing-Effekte implementieren. Wir kommen also zum ersten Teil: Wie erstellen wir Frame-Buffer und wie funktionieren sie? Genau wie jedes andere Objekt in OpenGL können wir ein Frame-Buffer-Objekt oder kurz FBO mit einer Funktion namens glgenFrameBuffers erzeugen. Dieses Muster der Objekterzeugung und Verwendung haben wir nun schon Dutzend Male gesehen, daher sind sie ähnlich wie bei allen anderen Objekten, die wir gesehen haben. Zuerst erzeugen wir ein Frame-Buffer-Objekt, binden es als aktiven Frame-Buffer, führen einige Operationen aus und lösen die Bindung des Frame-Buffers auf. Um den Frame-Buffer zu binden, verwenden wir ganz einfach glbind-frame-buffer. Durch das Binden an das GL-Frame-Buffer-Ziel werden alle nächsten Lese- und Schreiboperationen des Frame-Buffers den aktuell gebundenen Frame-Buffer betreffen. Es ist auch möglich, einen Frame-Buffer gezielt an ein Lese- oder Schreibziel zu binden, indem man GL-Read-Frame-Buffer bzw. GL-Draw-Frame-Buffer bindet. Der an GL-Read-Frame-Buffer gebundene Frame-Buffer wird dann für alle Leseoperationen wie glReadPixels verwendet und der an glDrawFrameBuffer gebundene FrameBuffer wird als Ziel für Rendering, Clearing und andere Schreiboperationen verwendet. In den meisten Fällen werden wir diese Unterscheidung jedoch nicht treffen müssen und wir binden im Allgemeinen an beide mit glFrameBuffer. Leider können wir unseren Frame-Buffer noch nicht verwenden, weil er nicht vollständig ist. Damit er vollständig ist, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein. Es muss mindestens ein Buffer, Farb-, Tiefen- oder Stencil-Buffer angehängt sein. Es sollte mindestens ein Farb-Attachment bzw. Anhang vorhanden sein. Alle Anhänge sollten ebenfalls vollständig sein, also reservierter Speicher. Und jeder Buffer sollte die gleiche Anzahl von Samples haben. Auf die Samples werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genauer eingehen. Aus den Anforderungen sollte klar sein, dass wir eine Art Anhang für den Frame-Buffer erstellen und diesen Anhang an den Frame-Buffer anhängen müssen. Nachdem wir alle Anforderungen erfüllt haben, können wir überprüfen, ob wir den Frame-Buffer tatsächlich erfolgreich gebunden haben, indem wir glCheckFrameBufferStatus mit glFrameBuffer aufrufen. Es prüft dann den aktuell gebundenen Frame-Buffer und gibt einen der gefundenen Werte in der Spezifikation zurück. Wenn es glFrameBufferComplete zurückgibt, sind wir startklar. Alle nachfolgenden Rendering-Operationen werden nun auf die Anhänge des aktuell gebundenen Frame-Buffers gerendert. Da unser Frame-Buffer nicht der Standard-Frame-Buffer ist, haben die Rendering-Befehle keinen Einfluss auf die visuelle Ausgabe des Fensters. Aus diesem Grund spricht man beim Rendering auf einen anderen Frame-Buffer von Offscreen-Rendering.
Um sicherzustellen, dass alle Rendering-Operationen eine visuelle Auswirkung auf das Hauptfenster haben, müssen wir den Standard-Frame-Buffer wieder aktiv machen, indem wir ihn auf 0 binden. Wenn wir mit allen Frame-Buffer-Operationen fertig sind, müssen wir noch das Frame-Buffer-Objekt löschen. Bevor nun der Completeness-Check durchgeführt wird, müssen wir ein oder mehrere Attachments an den Frame-Buffer anhängen. Ein Attachment ist ein Speicherplatz, der als Buffer für den Frame-Buffer dienen kann. Stellt euch hier einfach ein Bild vor. Beim Erstellen eines Attachments haben wir zwei Möglichkeiten: Texturen oder Render-Buffer-Objekte. Wir schauen uns zunächst die Texturanhänger an. Wenn eine Textur an einen Frame-Buffer angehängt wird, schreiben alle Rendering-Befehle in die Textur, als wäre es ein normaler Farb-, Tiefen- oder Stencil-Buffer. Der Vorteil der Verwendung von Texturen ist, dass das Ergebnis aller Rendering-Operationen als Texturbild gespeichert wird. Das können wir dann einfach in unseren Shadern verwenden. Das Erstellen einer Textur für einen Frame-Buffer ist in etwa dasselbe wie bei einer normalen Textur. Man generiert hier die Textur und bindet sie dann. Die Hauptunterschiede sind, dass wir die Dimension gleich der Bildschirmgröße setzen, obwohl dies nicht erforderlich ist, und wir Null als Datenparameter der Textur übergeben. Für diese Textur wird nur Speicher zugewiesen und nicht tatsächlich gefüllt. Das Füllen der Textur geschieht, sobald wir den Frame-Buffer rendern. Beachtet auch, dass wir uns nicht um die Wrapping-Methoden oder das Mip-Mapping kümmern, da diese in den meisten Fällen nicht benötigt werden. Wenn ihr den gesamten Bildschirm auf eine kleinere oder größere Textur rendern wollt, müsst ihr GL-Viewpoint erneut, also vor dem Rendern in den Frame-Buffer, mit den neuen Abmessungen aufrufen, da sonst nur ein kleiner Teil der Textur oder des Bildschirms auf die Textur gezeichnet würde. Nachdem wir nun eine Textur erstellt haben, müssen wir sie noch an den Frame-Buffer anhängen. Und das machen wir mit dem Befehl gl-framebuffer-texture2d. gl-framebuffer-texture2d hat die folgenden Parameter. Zum einen das Target, das ist der Frame-Buffer-Typ, den wir benutzen wollen, zum Beispiel zum Zeichnen, Lesen oder beides. Und dann Attachment, der Typ des Attachments, das wir anhängen wollen. Im Moment fügen wir ein Farbattachment an. Ihr seht schon, dass hier die 0 am Anfang steht und andeutet, dass wir mehr als einen Farbanhang anhängen können. Dazu aber später mehr. Dann TechTarget, das ist der Typ der Textur, die wir anfügen möchten. Dann die Texture, die eigentliche Textur, die angefügt werden soll. Und Level, die Mipmap-Ebene. Wir halten diesen Wert auf 0. Neben den Farbanhängen können wir auch einen Tiefen- und eine Stencil-Textur an das Frame-Buffer-Object anhängen. Um ein Tiefen-Attachment anzuhängen, geben wir den Attachment-Typ als GL-Depth-Attachment an. Hier müsst ihr beachten, dass das Format und der interne Formattyp der Textur dann Depth-Component sein sollten und das Speicherformat des Tiefen-Buffers wiederzugeben. Um einen Stencil-Buffer anzuhängen, verwendet Stencil-Attachment als zweites Argument und gibt die Formate der Textur als Stencil-Index an. Es ist auch möglich, sowohl einen Tiefen-Buffer als auch einen Stencil-Buffer als einzige Textur anzuhängen. Jeder 32-Bit-Wert der Textur besteht dann aus 24-Bit Tiefeninformationen und 8-Bit Stencil-Informationen. Um einen Tiefen- und Stencil-Buffer als eine Textur anzuhängen, verwenden wir den Typ Depth-Stencil-Attachment und konfigurieren die Formate der Textur so, dass sie kombinierte Tiefen- und Stencil-Werte enthalten. Hier seht ihr dazu mal ein kleines Beispiel.
Als Internal-Format benutzen wir dann GL Depth 24 Stencil 8 und als Typ Unsigned Int 24 8. Als nächstes schauen wir uns die Render-Buffer-Objects an. Render-Buffer-Objekte oder Objects werden in OpenGL nach den Texturen als möglicher Typ von Frame-Buffer-Anhängen eingeführt. Genau wie ein Texturbild ist ein Render-Buffer-Objekt ein tatsächlicher Buffer, zum Beispiel ein Array aus Bytes, Integern, Pixeln und so weiter. Ein Render-Buffer-Object hat jedoch den zusätzlichen Vorteil, dass es seine Daten im nativen Rendering-Format von OpenGL speichert, wodurch es für das Offscreen-Rendering in einem Frame-Buffer optimiert ist. Render-Buffer-Objekte speichern alle Renderdaten direkt in ihren Buffer, ohne Konvertierung in texturspezifische Formate, was sie als beschreibbares Speichermedium schneller macht. Allerdings sind Render-Buffer-Objekte generell schreibgeschützt, das heißt, man kann nicht aus ihnen lesen, wie zum Beispiel bei einem Texturzugriff. Es ist jedoch möglich, über GL-Read-Pixels aus ihnen zu lesen, beziehungsweise aus einem bestimmten Bereich von Pixeln aus dem aktuell gebundenen Frame-Buffer, aber nicht direkt aus dem Anhang selbst. Da Ihre Daten bereits in Ihrem nativen Format vorliegen, sind Sie recht schnell beim Schreiben von Daten oder beim einfachen Kopieren Ihrer Daten in anderen Buffer. Operationen wie das Wechseln von Buffer sind daher bei der Verwendung von Render-Buffer-Objekten recht schnell. Die Funktion GL-Swap-Buffers, die wir am Ende jeder Render-Iteration verwendet haben, könnte genauso gut mit Render-Buffer-Objekten implementiert werden. Wir schreiben einfach in ein Render-Buffer-Bild und wechseln am Ende in das andere. Render-Buffer-Objekte sind perfekt für diese Art von Operationen. Das Erstellen eines Render-Buffer-Objekts sieht ähnlich aus wie der Code des Frame-Buffers. Auch hier wollen wir das Render-Buffer-Objekt binden, damit sich alle nachfolgenden Render-Buffer-Operationen auf den aktuellen RBO auswirken. Da Render-Buffer-Objekte in der Regel schreibgeschützt sind, werden sie oft als Depth- und Stencil-Anhänge verwendet, da wir die meiste Zeit nicht wirklich Werte aus den Depth- oder Stencil-Buffern lesen müssen, uns aber trotzdem um Depth- und Stencil-Tests kümmern wollen. Wir benötigen die Tiefen- und Stencil-Werte zum Testen, müssen diese Werte aber nicht samplen, sodass ein Render-Buffer-Objekt hierfür perfekt geeignet ist. Wenn wir nicht aus diesen Buffern samplen, ist ein Render-Buffer-Objekt im Allgemeinen vorzuziehen, da es besser optimiert ist. Das Erstellen eines Tiefen- und Stencil-Render-Buffer-Objekts erfolgt durch den Aufruf der Funktion GL Render Buffer Storage. Das Erstellen eines Render Buffer Objekts ist ähnlich wie bei Texturobjekten, mit dem Unterschied, dass dieses Objekt speziell für die Verwendung als Bild konzipiert ist und nicht als Allzweck-Datenbuffer wie eine Textur. Hier haben wir GL Depth 24 und Stencil 8 als internes Format gewählt, das sowohl den Tiefen- als auch den Stencil-Buffer mit 24 bzw. 8 Bits enthält. Das letzte, was noch zu tun ist, ist das eigentliche Anhängen des Render-Buffer-Objekts. Render-Buffer-Objekte können einige Optimierungen in Frame-Buffer-Projekten bieten, aber es ist wichtig zu erkennen, wann ihr Render-Buffer-Objekte und wann ihr Texturen verwenden solltet. Die allgemeine Regel lautet, wenn ihr nie Daten aus einem bestimmten Buffer samplen müsst, ist es ratsam, ein Render-Buffer-Object für diesen speziellen Buffer zu verwenden. Wenn ihr aber Daten aus einem bestimmten Buffer samplen müsst, zum Beispiel Farben oder Tiefenwerte, solltet ihr stattdessen einen Texturanhang verwenden. Performancemäßig hat das allerdings keine großen Auswirkungen. Schauen uns zunächst einmal
die Texturanhänge an, beziehungsweise wie wir jetzt überhaupt zu einer Textur rendern. Jetzt, wo wir wissen, wie Framebuffer irgendwie funktionieren, ist es an der Zeit, sie zu nutzen. Wir werden die Szene in eine Farbtextur rendern, die an eine von uns erstellte Framebuffer-Object angehängt ist, und dann diese Textur über ein einfaches Quad zeichnen, das sich über den gesamten Bildschirm erstreckt. Die visuelle Ausgabe ist dann genau die gleiche wie ohne Framebuffer, aber dieses Mal wird alles auf ein einziges Quad abgebildet. Warum das nun sinnvoll ist, werden wir gleich sehen. Als erstes müssen wir ein tatsächliches Framebuffer-Objekt erstellen und es binden. Das ist alles relativ einfach und haben wir ja schon bereits besprochen. Wir benötigen dazu die Befehle gen-framebuffers und bind-framebuffers. Als nächstes erstellen wir eine Textur, die wir als Farbanhang an den Framebuffer binden. Wir setzen die Dimension der Textur gleich der Breite und Höhe des Fensters und halten ihre Daten uninitialisiert. Auch hier haben wir diese Zahlen bereits gesehen, sodass hier nicht wirklich etwas Neues passiert. Wir wollen auch sicherstellen, dass OpenGL in der Lage ist, Tiefentests durchzuführen und optional Stencil-Tests. Also müssen wir sicherstellen, dass wir auch ein Tiefen- und Stencil-Attachment an den Framebuffer anhängen. Da wir nur den Farbbuffer und nicht die anderen Buffer abtasten werden, also samplen, können wir zu diesem Zweck ein Render-Buffer-Objekt erstellen. Denkt daran, dass wir gesagt hatten, dass gerade dafür die RBOs geeigneter sind, weil wir nichts abtasten bzw. samplen. Das Erstellen eines Render-Buffer-Objekts ist nicht allzu schwer. Das Einzige, was wir uns merken müssen, ist, dass wir es als RBO mit Tiefen- und Stencil-Anbindung erstellen. Wir setzen ein internes Format auf Depth 24, Stencil 8, was für unsere Zwecke ausreichend genau ist. Und sobald wir genügend Speicher für das Render-Buffer-Objekt zugewiesen haben, können wir die Bindung des Render-Buffers aufheben. Als letzten Schritt, bevor wir den Framebuffer fertigstellen können, binden wir das Render-Buffer-Objekt mit GL-Framebuffer-Render-Buffer an den Tiefen- und Stencil-Attachment des Framebuffers. Dann wollen wir als letzte Maßnahme prüfen, ob der Framebuffer tatsächlich vollständig ist, und wenn nicht, geben wir eine Fehlermeldung aus. Wir benutzen also Check-Framebuffer-Status und zum Schluss sollten wir auch die Bindung des Framebuffers aufheben, um sicherzustellen, dass wir nicht versehentlich in den falschen Framebuffer rendern. Und hier seht ihr den Code nochmal zusammen. Wir generieren und binden zuerst den Framebuffer. Anschließend erzeugen wir einen Texture Color Buffer mit der Größe des Windows, also des Fensters, und mit einer leeren Initialisierung. Diesen fügen wir dann mit Framebuffer Texture 2D an das FBO an. Für eventuelle Tiefen- und Stencil-Werte generieren wir zusätzlich einen RBO, den wir ebenfalls an den FBO heften. Am Ende anbinden wir das Ganze. Jetzt, da der Framebuffer vollständig ist, müssen wir nur noch an das Framebuffer-Objekt binden, um auf die Buffer des Framebuffers statt auf die Standard-Framebuffer zu rendern. Alle nachfolgenden Rendering-Befehle werden dann den aktuell gebundenen Framebuffer beeinflussen. Alle Tiefen- und Stencil-Operationen werden auch aus den Tiefen- und Stencil-Anhängen des aktuell gebundenen Framebuffers gelesen, sofern diese verfügbar sind. Wenn wir zum Beispiel einen Tiefenbuffer weglassen, werden alle Tiefenprüfungsoperationen nicht mehr funktionieren, weil im aktuell gebundenen Framebuffer kein Tiefenbuffer vorhanden ist. Um also die Szene auf eine einzelne Textur zu zeichnen, müssen wir folgende Schritte durchführen. Wir rendern die Szene wie gewohnt mit dem neuen Framebuffer, der als aktiver Framebuffer gebunden ist. Wir binden anschließend an den Standard-Framebuffer.
Und dann zeichnen wir ein Quad, das sich über den gesamten Bildschirm erstreckt, mit dem Farbbuffer des neuen Framebuffers als Textur. Wir zeichnen also dieselbe Szene jetzt erstmal wie in der letzten Vorlesung. Um das Quad zu zeichnen, werden wir neue einfache Shader erstellen. Wir werden keine Matrix-Transformation benötigen, da wir die Vertex-Koordinaten als NDCs, also als normalisierte Gerätekoordinaten, angeben werden, so dass wir sie direkt als Ausgabe des Vertex-Shaders angeben können. Hier seht ihr, was ich meine, die X- und Y-Koordinaten sind genau die Grenzen der NDCs und dieses Konzept hatten wir bereits am Anfang der Computergrafik 1 Vorlesungsreihe mal besprochen. Der Vertex-Shader sieht dann wie folgt aus. Wir bekommen die Vertex-Koordinaten und die Texturkoordinaten und reichen letzteres an den Fragment-Shader weiter. Der Fragment-Shader wird sogar noch einfacher sein, da das Einzige, was wir tun müssen, ist die Textur auszulesen und die Farbe dann als die Ausgabefarbe zu übergeben. Nachdem wir das VAO für den Quad erstellt, konfiguriert haben, durchlaufen wir die Render-Iteration. Eine Render-Iteration hat dann den folgenden Aufbau. Im ersten Pass binden wir die Ausgabe an das FBO und zeichnen die gewünschte Szene. Im zweiten Pass wechseln wir auf den Default Frame Buffer und generieren das Quad und binden dann den Texturfarbbuffer an den Shader. Es gibt ein paar Dinge zu beachten. Erstens, da jeder Framebuffer, den wir verwenden, seinen eigenen Satz von Buffern hat, wollen wir jeden dieser Buffer mit den entsprechenden Bits löschen, indem wir glclear aufrufen. Zweitens deaktivieren wir beim Zeichnen des Quads den Tiefentest, da wir uns nicht wirklich um die Tiefe bei einem einfachen Quad kümmern müssen. Der Tiefentest muss jedoch wieder aktiviert werden, wenn wir die normale Szene rendern. Es gibt eine ganze Reihe von Schritten, die hier schief gehen können. Versucht alles Schritt für Schritt nachzuvollziehen und schaut euch auch den finalen Code an und kommentiert ruhig einmal ein paar Zeilen aus, um zu sehen, welche Auswirkungen das hat. Wenn wir den Code nun kompilieren, sieht alles beim Alten aus. Dieses Mal haben wir ein einfaches Quad gerendert und darauf die Textur der Szene. Wozu war das schon gut? Nun, da wir nun frei auf jedes einzelne Pixel der komplett gerenderten Szene als einzelnes Texturbild zugreifen können, können wir im Fragment Shader einige interessante Effekte erzeugen. Und das Erzeugen dieser interessanten Effekte wird als Post-Processing oder Nachbearbeitung bezeichnet, was wir uns nun genauer anschauen wollen. Da nun die gesamte Szene in eine einzige Textur gerendert wird, können wir einige interessante Effekte erzeugen, indem wir einfach die Texturdaten manipulieren. Im Nachfolgenden zeige ich euch die gängigsten Nachbearbeitungseffekte und wie ihr mit etwas Kreativität eigene erstellen könnt. Beginnen wir mit einem der einfachsten Nachbearbeitungseffekte. Wir haben Zugriff auf jede der Farben der Renderausgabe, sodass es nicht so schwer ist, die Farben im Fragment Shader zu invertieren. Wir nehmen die Farbe der Bildschirmtextur und invertieren sie, indem wir sie von 1 subtrahieren. Ja, das seht ihr hier im Code. Obwohl die Invertierung als einfacher Post-Processing-Effekt, also obwohl die Invertierung ein einfacher Post-Processing-Effekt ist, führt er bereits zu ganz netten Ergebnissen. Mit einer einzigen Codezeile im Fragment Shader werden alle Farben der gesamten Szene invertiert. Ein weiterer interessanter Effekt besteht darin, alle Farben aus der Szene zu entfernen bzw. das gesamte Bild effektiv in Graustufen umzuwandeln. Ein einfacher Weg, dies zu tun, ist einfach alle Farbkomponenten zu nehmen und deren Ergebnisse zu mitteln. Das sehen wir hier in dem Code, also wir nehmen die RGB-Farben,
addieren die drei Komponenten und teilen am Ende durch 3. Und wenn wir das nun ausführen, sehen wir das folgende Ergebnis. Dies erzeugt bereits ziemlich gute Ergebnisse, aber das menschliche Auge neigt dazu, empfindlicher auf grüne Farben zu reagieren und am wenigsten auf blau, sodass wir, um die physikalisch genauesten Ergebnisse zu erhalten, gewichtete Kanäle verwenden müssen. Und ein einfacher Weg, dies zu tun, ist hier in den Folgenden aufgelistet. Also anstatt die einzelnen Komponenten nun zu addieren, multiplizieren wir sie noch mit einem bestimmten Gewicht. Also zum Beispiel der Rotkanal wird mit 0,2 gewichtet, der Grünkanal mit 0,71 und der Blaukanal mit 0,072. Und ihr werdet den Unterschied wahrscheinlich nicht sofort bemerken, aber bei komplizierteren Szenen ist ein solcher gewichteter Grauskalierungseffekt tendenziell etwas realistischer. Ein weiterer Vorteil bei der Nachbearbeitung eines einzelnen Texturbildes ist, dass wir Farbwerte aus anderen Teilen der Texturen entnehmen können. Wir könnten zum Beispiel einen kleinen Bereich um die aktuelle Texturkoordinate herum nehmen und mehrere Texturwerte um den aktuellen Texturwert herum samplen. Wir können dann interessante Effekte erzeugen, indem wir sie auf kreative Art und Weise kombinieren. Ein Kernel oder eine Faltungsmatrix ist ein kleines matrixartiges Array von Werten, das auf dem aktuellen Pixel zentriert ist und die umliegenden Pixelwerte mit seinen Kernelwerten multipliziert und zu einem einzigen Wert aufaddiert. Im Grunde addieren wir also einen kleinen Offset zu den Texturkoordinaten in den umgebenden Richtungen des aktuellen Pixels und kombinieren die Ergebnisse basierend auf dem Kernel. Ein Beispiel für ein Kernel seht ihr hier, also zum Beispiel einfach als 3x3 Matrix. Überall steht die 2, außer in der Mitte, da steht die minus 15. Dieser Kernel nimmt 8 umgebende Pixelwerte und multipliziert sie mit 2 und das aktuelle Pixel mit minus 15. Dieser Beispielkernel multipliziert im Grunde die umgebenden Pixel mit einem Kernel festgelegten Gewicht und gleicht das Ergebnis aus, indem man das aktuelle Pixel mit einem großen negativen Gewicht multipliziert. Die meisten Kernels ergeben alle den Wert 1, wenn man alle Gewichte addiert. Wenn sie sich nicht zu 1 addieren, bedeutet dies, dass die resultierende Texturfarbe heller oder dunkler wird als der ursprüngliche Texturwert. Kernel sind ein äußerst nützliches Werkzeug für die Nachbearbeitung, da sie recht einfach zu verwenden sind. Wir müssen den Fragment Shader ein wenig anpassen, um Kernels tatsächlich zu unterstützen. Wir gehen davon aus, dass jeder Kernel, den wir verwenden werden, ein 3x3 Kernel ist, was die meisten Kernels letztendlich auch sind. Im Fragment Shader erstellen wir zunächst ein Array mit 9 Vec2 Offsets für jede umgebende Texturkoordinate. Der Offset ist einfach ein konstanter Wert, den wir nach Belieben anpassen können. Dann definieren wir den Kernel, der in diesem Fall ein Schärfe-Kernel ist, der jedem Farbwert schärft, indem er alle umgebenden Pixel auf interessante Weise samplet bzw. abtastet. Wir kopieren die umliegenden Pixelwerte mit dem entsprechenden Offset in das Vec3 Array SampleTech und zuletzt addieren wir beim Sampling jeden Offset zur aktuellen Texturkoordinate und multiplizieren dann diese Texturwerte mit den gewichteten Kernelwerten, die wir jeweils addieren. Natürlich ist dieser Code nicht optimiert, aber er dient hier nur zur Anschauung. Und dieser spezielle Schärfe-Kernel sieht dann folgendermaßen aus.
ein Kernel, der einen Unschärfeffekt erzeugt, ist wie folgt definiert. Wir haben also hier wieder die 3x3-Matrix. An den Rändern haben wir ein 16, also hier steht die 1, es wird alles noch mit 1/16 multipliziert und in der Mitte die 4 und an den Rest 2. Da sich alle Werte zu 16 addieren, würde die einfache Rückgabe der kombinierten abgetasteten Farben zu einer extrem hellen Farbe führen. Also müssen wir jeden Wert des Kernels durch 16 teilen. Das resultierende Kernel-Array würde dann folgendermaßen aussehen. Also wir haben hier die Zahlen wieder eingetragen, nur gleich, dass wir dann durch 16 geteilt haben. Und ein solcher Unschärfeeffekt schafft interessante Möglichkeiten. Wir könnten die Stärke der Unschärfe über die Zeit variieren, um zum Beispiel den Effekt zu erzeugen, dass jemand betrunken ist, oder die Unschärfe erhöhen, wenn die Hauptfigur beispielsweise keine Brille trägt. Die Unschärfe gibt uns auch ein nützliches Hilfsmittel zum Glätten von Farbwerten, dazu allerdings später auch mehr. Im Folgenden seht ihr einen Kantenerkennungskernel, der dem Schärfekernel sehr ähnlich ist. Dieser Kernel hebt alle Kanten hervor und dunkelt den Rest ab, was recht nützlich ist, wenn wir uns für die Kanten in einem Bild interessieren. Es ist wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass Kernel wie dieser als Bildbearbeitungswerkzeuge oder Filter in Programmen wie Photoshop verwendet werden. Aufgrund der Fähigkeit einer Grafikkarte, Fragmente mit extremer Parallelität zu verarbeiten, können wir Bilder auf einer Pro-Pixel-Basis in Echtzeit mit relativer Leichtigkeit manipulieren. Bildbearbeitungstools tendieren daher dazu, Grafikkarten häufiger für die Bildbearbeitung zu verwenden. Wie wir gesehen haben, können wir einen Farbbuffer dem Frame-Buffer-Objekt zuordnen. Nun wollen wir uns einmal anschauen, wie wir der Szene mehrere Farbbuffer entnehmen können, um so interessante Effekte zu erzielen. Das wollen wir als nächstes erreichen. Wir haben 3 Würfel und den Boden. 2 Würfel und der Boden sollen etwas verschwommen, also geblurrt werden. Und ein Objekt soll ganz normal gerendert werden und dient somit als Fokusobjekt. Als erstes müssen wir zu dem Frame-Buffer-Objekt einen weiteren Texturfarbbuffer hinzufügen. Der ausgegraute Code ist der gleiche wie zuvor, als wir das FBO und den ersten Texture-Color-Buffer initialisiert haben. Und passiert nichts Magisches, wir erzeugen auf gleiche Art und Weise einen zweiten Texture-Color-Buffer. Allerdings müsst ihr diesmal beachten, dass dieser das zweite Attachment, also GL Color Attachment 1 und nicht 0 ist. Das habe ich da etwas hervorgehoben. GL Draw Buffers definieren ein Array von Buffern in die Ausgabe von Fragment Shader Daten, also die in die Ausgabe von Fragment Daten geschrieben werden. Wenn ein Fragment Shader einen Wert in eine oder mehrere benutzerdefinierte Ausgabevariablen schreibt, dann wird der Wert jeder Variablen in den Buffer geschrieben, der in dieser Liste Color Attachments angegeben ist. Wir haben 2 Color Attachments definiert, also übergeben wir die 2 und die Liste als Argument der Funktion GLDrawBuffers. Um das Fokusobjekt zu definieren, benutzen wir ein Uniform Focus. Für alle Objekte ist dieser 0 und für das Fokusobjekt setzen wir ihn auf 1. Auch im Code passiert nichts Außergewöhnliches. Wir platzieren einen dritten Würfel in die Mitte und setzen ihn den Fokuswert auf 1. Im Fragment Shader haben wir nun 2 Ausgabefarben, Frag Color und Frag Color 2. Und die Location bestimmt sich durch die Draw-Buffers-Reihenfolge der Attachments. Wir wollen nun in FragColor die gesamte Szene herausgeben und in FragColor 2 nur das Fokusobjekt. Sobald wir das Fokusobjekt aufrufen,
wird FragColor 2 mit der Textur gefüllt. Wenn wir uns beide Ausgaben einmal anschauen, sehen wir links FragColor als unsere übliche Szene. Und ja, das überrascht nicht, weil wir alles in FragColor geschrieben haben. Vermutlich würde man für FragColor 2 nun den Fokuswürfel erwarten, aber denkt bitte daran, dass wir den gleichen Tiefentest haben, der bei vorderen Objekten bestanden ist und somit auch, wenn wir FragColor 2 nicht setzen, dieser ersetzt wird. Nun wollen wir beide Texturen aber auf dem Quad bearbeiten. Dazu müssen wir natürlich die Textur noch hinzufügen. In der Renderschleife müssen wir noch beide Texture Color Buffers an den Shader binden. Und das machen wir mit dem Befehl Active Texture und Bind Texture. Nun sollten beide Texturen im Shader verfügbar sein. Den Fragment Shader haben wir aus dem vorherigen Beispiel übernommen. Hier müssen wir nur beachten, dass wir nun zwei Uniform Samplers haben, Screen Texture und Screen Texture 2. Beim Blurring multiplizieren wir die Farbe noch mit 0,75, um die Farbe etwas abzuschwächen. Anschließend weisen wir Color 2 der zweiten Textur zu und überprüfen mit dem Befehl All, ob alle Einträge 0 sind. Hier nutzen wir also die Tatsache aus, dass wir eine Art Maske von Objekten hatten, die nicht dem Fokusobjekt entspricht. Wenn das der Fall ist, zeichnen wir die geblurrte und abgeschwächte Textur und andernfalls geben wir die zweite Textur aus. Und wenn wir das alles ausführen, erhalten wir das gewünschte Resultat. Gut, das war's für heute. Wie immer, falls ihr Fragen zur Vorlesung habt, schreibt sie bitte in das Forum. Wir werden sie dann wieder so schnell wie möglich beantworten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.